Hallo, mein Name ist Nicola Steiner und im Bild seht ihr meine Tochter Larissa und den Border Collie Gail. Und die Larissa bringt der Gail jetzt das Kommando Schau bei oder eben auf ihren Namen, die Larissa anzugucken. Sie hat in beiden Händen Leckerlis. Kannst du uns das mal zeigen, die Leckerlis? Da. Hat die Hand zu und der Hund riecht das natürlich und sucht. Und der Hund soll selbst auf die Lösung kommen, die eben ist, die Larissa anzugucken und dann bekommt der Hund ein Leckerchen. Und nach so 2, 3 Tagen, sie macht das ja, glaube ich, nicht zum ersten Mal, kann man in dem Moment, wo der Hund einen anguckt, auch den Namen sagen. Nun lass sie dann mal suchen und sagst den Namen halt dann in dem Moment, wo sie, wo sie dich anguckt. Ihr Name ist eigentlich Gail. Also das ist jetzt so das Geli. Ne, sie suchen halt erst an den Händen und finden dann raus, die Lösung ist den Menschen angucken. Hat sie schon verstanden. Wir machen das jetzt hier nicht zum ersten Mal. Das erste Mal haben wir es nämlich in der Hundeschule gemacht. Ist das jetzt zum zweiten Mal? Nee, drittes, viertes Drittes, Mal. viertes Mal. Das ist natürlich beim Border Collie relativ schnell passiert, dass sie sowas verstehen. Bei anderen Hunden muss man sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Jetzt ist man natürlich versucht, dem Hund vielleicht zu helfen mit irgendwelchen Stimmkommandos oder was auch immer einem da einfällt. Sollte man nicht machen, weil Hunde lernen schneller, wenn sie selbst auf die Lösung kommen. Und dann sitzt das einfach auch besser. Und bei allen Übungen, wo man das kann, wo der Hund selbst auf die Lösung kommen kann, da sollte man ihm das auch wirklich lassen. Sei denn, er gerät total unter Stress oder so. Ne? Ja. Das Schau vollkommen übertrieben. Ihr seht jetzt auch, wie die Larissa den Hund dann auch zur Ruhe bringt. Jetzt ist sie natürlich sehr, sehr verspielt im Moment. Aber sie macht das im Grunde genommen durch Anfassen auch. Ne? Das, genau. Dass man den Hund ruhig macht. Man könnte aber auch beim Hund, der das Platz und das Down schon kennt, einfach mal den Hund ins Platz bringen oder ins Sitz bringen zum Verabschieden. Ja, macht sie jetzt auch schon. Ja, dann wink mal in die Kamera. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich weiß nicht, mach noch mal eben zum Abschied ein richtiges Platz mit Down. Sonst denken die Okay, Leute ja, die down. könnte das nicht. Aha. Und nochmal tschüss. Oh, down. Tschüss.